Hallo Freunde, Tom Etternetka, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit, Donnerstags-Update. Herzlich willkommen auf dem Sender, wo wir investieren. Und jeder, der den Sender schaut, hat gesehen, dass wir am Live hier on YouTube am 15.11.2017 100 Aktien der Firma TJX Companies gekauft haben zu einem Gesamtkurs von Gesamtwert von 5.761 Euro. Das heißt, pro Aktie haben wir 57 Euro und 61 Cent ausgegeben vor einem Jahr. Wenn wir jetzt bei Google eingeben TJX Companies News, dann kommt als erstes Börse.de und dort steht Folgendes. Es gab eine Änderung in der Aktienanzahl. Es gab ein Split 2:1. Das heißt, jetzt gibt es die doppelte Anzahl an Aktien, das ist vom 6. November. Der US-Einzelhandelskonzern TJX Companies, unter anderem TK Maxx, HomeSense und Bob Stores, hat am 6. November 2018 einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 durchgeführt. Heute wird die TJX-Aktie deshalb ex-Split gehandelt, doch was bedeutet das für die Aktionäre? Grundsätzlich bleibt alles gleich, es hat sich nur die Anzahl der Aktien verdoppelt. Ich kürze es mal ab. Und dann, ein Aktiensplit ist üblicherweise ein erfreuliches Zeichen, denn meistens wird er nur durchgeführt, wenn der Aktienkurs bereits stark angestiegen ist. Das heißt, die Aktie war bei knapp 100 Euro und jetzt haben sie einen Split gemacht, 2:1, und jetzt kostet eine Aktie halt 50 Euro, aber es ist die doppelte Anzahl an Aktien im Umlauf. Das hat ein Plus und ein Minus. Plus ist, die ist optisch billiger, da hat sich nichts verändert. Die ist einfach nur optisch billiger, die kostet halt 50 Euro und nicht mehr 100 Euro. Es gibt aber die doppelte Anzahl der Aktien. Der Gewinn pro Aktie ist jetzt aber natürlich kleiner, weil der Gewinn pro Aktie wird nicht mehr auf 100 Millionen Aktien verteilt zum Beispiel, sondern auf 200 Millionen Aktien. Also Nachteil ist, der Gewinn pro Aktie ist kleiner, weil mehr Aktien im Umlauf. Vorteil ist, die Aktie ist billiger für Leute, die weniger Geld haben oder für Fonds, die auch die Aktie billiger haben wollen, zum Beispiel. So, aber wir haben diese vor einem Jahr gekauft, weil wir in diesem TK Maxx Laden waren, der hat uns gefallen. Und heute besitzen wir nicht mehr 100 Aktien, sondern 200 Aktien. Die Aktie kostet gerade aktuell auf Comdirect 48,76 Euro. Wenn du diese 48,76 Euro mit 200 multiplizierst, bist du bei 9.752 Euro. 5.761 rein, 9.752 aktuell im Depot. Das ist ein Wachstum von 69% in einem Jahr. Brutal, 69% in einem Jahr. Gute Leistung. Plus kommt noch Dividende dazu. 1,5%, also 10.000, 1%, 150 Euro, sowas. Dividende obendrauf, also sind wir schon bei über 70% in einem Jahr mit einer Top-Aktie, die wir ausgewählt haben. Und ich habe es gezeigt, wie mit Guru Focus ich gearbeitet habe, wie ich das herausgefunden habe, dass es eine Top-Company ist. Und das ist mal die eine Sache. Also wir haben 70% ohne irgendwelche Ponzis, ohne irgendwelche schwachsinnigen Sachen, 70% unser Kapital vergrößert. Ja, brutal. Die andere Geschichte ist Challenge. Da sieht es ein bisschen anders aus. Der Preis war sehr hoch, CD Projekt Red, was ich gesagt habe, der Preis war sehr hoch, KGV 120, wer zahlt sowas? Ja, ich habe es mal gemacht. Die ganze Geschichte mit Cyberpunk 2077 war schon eingepreist, das war schon alles in diesem Preis drin, eingepreist, und deshalb war die Aktie schon brutal teuer und wir haben natürlich gekauft, viel zu teuer, habe ich aber auch gesagt, und jetzt hat sie einen Dämpfer bekommen und das ist die Challenge und das sieht für mich beschissen aus und das sind wir aktuell. Ich sage dir gleich, minus 16,66%, also minus 1.332 Euro, von 7.999 der Wert runter auf 6.666, the number of the beast. Und aber die Challenge läuft ja noch bis August und Optionen habe ich noch gar nicht gemacht, obwohl das kann meine Performance sogar noch verschlechtern, weil jeder weiß, Märkte vorhersehen, das kann keiner, das kann ich nicht. Das Einzige, was an der Börse funktioniert, sind hervorragende Unternehmen zu guten Preisen oder zu unterbewerteten Preisen kaufen und halten. Das funktioniert immer.
Aber wo steht die Aktie nächste Woche oder Option auf eine Aktie, weil die Aktie steigt in den nächsten paar Tagen und die Option steigt das Zehnfache? Ja, kann sein, muss nicht sein. Also, Challenge aktuell beschissen, -16,66%, Wert 6.666, CD Projekt Red und eine Investition getätigt ohne Challenge, einfach zu zeigen, funktioniert das nicht. TJX Companies 70% im Plus, geile Nummer. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du mir ein Like geben. Falls du abonnieren möchtest, abonniere den Kanal, dann erfährst du immer geile Sachen in Bezug auf Investments, Ferienwohnungen, Wohnungen, Aktien und so weiter und so fort. Im Sinne, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Donnerstag.